Das Epoche 4 Modell der Baureihe 120 der Deutschen Bundesbahn von Pico ist eine komplette Neukonstruktion und kommt in der Spurweite H0 in den Fachhandel. Die Baureihe 120 ist eine Elektrolokomotive der Deutschen Bundesbahn. Sie gilt weltweit als die erste in Serie gebaute Drehstrom-E-Lok und stellte einen Meilenstein in der Entwicklung elektrischer Lokomotiven dar. Zwischen 1979 und 1980 wurden die ersten 5 Lokomotiven der Baureihe 120 in der TEE-Lackierung rot-beige an die Deutsche Bundesbahn geliefert. Hierbei hatte die für 200 km/h zugelassene Lok 120005-4 einen abweichenden Knick in der Front sowie eine Dach- und Pufferverkleidung. Am 13. August 1980 stellte die Lokomotive 120002 mit 231 km/h einen neuen Weltrekord für Drehstromfahrzeuge auf. Nach 4 Jahren Erprobungszeit folgten 60 Serienmaschinen, die durch die moderne optische Gestaltung prägend für das Erscheinungsbild der Deutschen Bundesbahn in den 1980er Jahren waren. Das Haupteinsatzgebiet der Loks ist bis heute der Dienst vor schweren IC-Zügen. Die Baureihe 120 der Deutschen Bundesbahn kommt in folgenden Ausführungen in den Fachhandel. Als DC-Variante mit der Artikelnummer 51320 und als AC-Variante mit der Artikelnummer 51321. Mit der Artikelnummer 51322 als DC Soundlok und mit der Artikelnummer 51323 als AC Soundlok. Das Pico-Modell der attraktiven Elektrolokomotive 120005-4 überzeugt durch eine exakte Umsetzung der markanten Gehäuseform mit der tiefer gelegten Frontknickkante und Schürzen unter den Pufferbohlen. Extra angesetzt sind Türhandläufe, Stirngriffe, Griffstangen und separate UIC-Steckdosen. Die tief gravierten Drehgestelle besitzen liebevoll gestaltete Bremsbacken, Radlagerdeckel, Schmiertöpfe und Leitungen. Die Dachausrüstung ist perfekt nachgebildet. Besonders gefallen die filigranen elektrischen Zuleitungen, der Einholm-Pantograph, Dachisolatoren in vorbildlicher Materialstärke und originaler Farbgebung sowie die feine Ausführung der Lüftergitter. Die Bedruckung und Lackierung ist makellos und trennscharf ausgeführt. Das Fahrgestell der Baureihe 120 hat einen Zinkdruckgussrahmen. Ein fünfpoliger Motor mit Schwungmassen sorgt für exzellente Fahreigenschaften. Zwei Haftreifen sorgen für ausreichend Zugkraft. Das Modell ist mit einem Kurzkupplungsschacht nach NAM ausgerüstet. Das Modell besitzt eine Digitalschnittstelle PLAX 22 nach NEM 658 und ist für eine einfache Nachrüstung mit Sound und größtmöglichen Lautsprecher vorbereitet. Alle digitalen Funktionen sind mit einem entsprechenden Decoder abrufbar. Das Modell der Baureihe 120 besitzt eine LED-Beleuchtung mit guter Leuchtkraft. Ein besonderes Detail dabei ist die Führerpultbeleuchtung. Folgende digitalen Funktionen sind abrufbar: F0 Licht ein. Der Wechsel vom Spitzensignal zum Schlusslicht erfolgt fahrtrichtungsabhängig. Separat schaltbar sind F1 und F2 Schlusslicht, Führerstand 1 oder 2. F3 und F4 Führerstandsbeleuchtung, Führerstand 1 oder 2.
Mit der Vorserien 120 erfüllt Pico den Wunsch vieler H0-Bahner nach einem zeitgemäßen, fein detaillierten und vor allem betriebsfähigen Modell dieser bedeutenden Lokfamilie. Die Pico-Lokomotive kann auch in kleinen Radien eingesetzt werden, ohne dass an den Drehgestellen nachgearbeitet werden muss oder bei jeder Runde abgeplatzte Details auf der Modellbahnanlage zu finden sind. Die Fahrzeuge ermöglichen zusammen mit den Personenwagen mit der Artikelnummer 59660 folgende eine originalgetreue Nachbildung realistischer Intercities der Bundesbahn in der Epoche 4 mit Pico-Modellen.